Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM19. Ja, wir haben heute die Auslosung als erstes vor uns. Zunächst haben wir zwar nicht die Europa League, dafür den EFL Cup. Gucken wir uns kurz an, würde ich sagen. Können wir auf Portsmouth treffen? Ja, wahrscheinlich, ne? Mal gucken. Wir ziehen alle Teams. Und es wird Sheffield Wednesday, das sollte man packen. Hab unter der Woche wieder viel Angriff trainiert, wie ich ja schon in der vergangenen Folge gesagt habe. Und man hat Bailly für die Elfenbeinküsten nominiert. Okay, ich glaube, da waren noch ein paar andere dabei. Genau, hier Südafrika hat Zuba nominiert, Griechenland natürlich Panagopoulos. Belgien hat Azar nominiert, obwohl er mittlerweile halt schon so alt ist. Ist immer noch Stammspieler anscheinend. Cesar für die Spanien U21, Portugal mit Neves, Luis und Jallo. Polen mit Szymański, der momentan verliehen ist, hat er schon ein Spiel gemacht? Na, nur einmal kurz reingekommen leider. Und Lukas Speiger. Dazu Paul Erdai. Wir haben leider immer noch nicht Salvador verliehen. Ich glaube, das wird leider auch nichts mehr. Viel Zeit ist nämlich auch gar nicht mehr. Wir haben gleich den Deadline-Day. Super, super ärgerlich, weil er verdient halt so unfassbar viel und er muss sich halt entwickeln. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie es keinen Interessenten gibt, weil ich biete ihn halt auch einfach mittlerweile für nichts an. Und trotzdem möchte ihn einfach gar keiner haben, was ich ehrlich gesagt ziemlich lächerlich finde. Aber gut, irgendwo wird es wahrscheinlich einen Grund haben. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Na gut. So, und jetzt gibt es gleich die Auslosung der Gruppenphase der Europa League. Ich habe absolut keine Ahnung, was uns da erwarten kann, aber ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir gucken dann auch gleich mal in der Champions League vorbei, was Portsmouth so hat, auf was wir hätten treffen können, wenn wir da geblieben wären. Keine Angebote für Salvador. Wir haben leider auch keinen Partnerverein, so schnell wäre das auch gar nicht gegangen. Ich probiere es einfach mal mit einem letzten Ausweg, würde ich sagen. Und zwar gehe ich kurz mal auf die Premier League. Na komm, dann gehe ich auf La Liga, schaue mir den schlechtesten Verein an, der vielleicht noch okay sein könnte, das wäre Malaga, und sag einfach, Malaga wollt ihr nicht Salvador haben für umsonst. Vielleicht geht das ja, aber wohl eher nicht. Ich verstehe das wirklich überhaupt nicht. Wie kann der keine Interessenten haben für eine Laie, die halt nichts kosten würde? Ich werde auch noch alle aus Spanien nehmen. Wirklich, ich verstehe es gar nicht. Es macht für mich auch einfach gar keinen Sinn, dass keiner Salvador haben möchte. Aber so ist es nun mal. Leider. Vielleicht haben wir dann im Winter mehr Glück. Aber ich verstehe es wirklich nicht, weil es macht für mich wirklich keinen Sinn. Zumal ja Marseille und Milan schon mal interessiert waren, aber naja. Noch mehr für Irland nominiert. Elanga, John Walters, Jason Elliott, Ben Cook. Für die England U19, dann England selbst, Rashford, Lewis, Cook und Chilwell, Frankreich, Pogba, Nuccio, Italien, Tonali und Emerson, und England hat Chris Rice und Charlie Hall für die U20 nominiert. Und Celta Vigo möchte Müller ausleihen, wollt ihr nicht vielleicht Salvador haben? Der ist doch auch gut und kann wahrscheinlich auch links spielen, wenn es wirklich sein muss. Mensch, warum denn auch nicht? So, mal schauen. Celta Vigo, vielleicht haben sie ja Bock. Bezweifle ich jetzt stark, nachdem er immer noch kein Angebot reinkam, aber naja. Hätten wir jetzt einen Partnerverein, wäre das natürlich auch ein bisschen schöner, aber ja, man kann nicht alles haben, ne? In der Zeit jetzt, die wir da sind, hätten wir auch keinen neuen Partnerverein gefunden, der passend wäre. Celta Vigo hat sich echt Alex Müller geliehen. Interessant. So. Auslosung Euroleague, wir sind in Top 1, das ist sehr nice. Ziehen wir kurz alle Gruppenköpfe und wir sind in Gruppe L, also bleibt der Rest dann übrig. Dann gucken wir mal, ne? Stärkster Gegner könnte wahrscheinlich Bilbao werden, hätte ich jetzt so auf den ersten Blick gesagt. Zenit vielleicht auch. Ist immer schwer zu sagen, wenn man schon weit fortgeschritten ist im Spiel. Aber wir werden es dann relativ zeitig erfahren. Es könnten jetzt noch Zenit und Bilbao werden. Immer noch. Zenit nicht mehr. Und es wird Bilbao. Puh, das wird schwer. Glaube ich zumindestens. In Top 3. Bordeaux könnte vielleicht gut werden. Köln ist dabei.
Sociedad kann es nicht werden, zum Glück. Jetzt sind sie sowieso raus. Bordeaux ist auch weg. Mietjeland könnte es auch noch werden. Köln könnte es auch werden. Mietjeland wird es nicht. Und es wird Köln als dritter Verein in der Gruppe. Und der vierte, oh, Feyenoord ist dabei. Auch Heerenveen, die könnten interessant und stark werden. Hajduk Split vielleicht auch. Heerenveen ist raus. Ah, Lüttich war auch noch drin. Feyenoord Rotterdam ist auch raus. Es könnte noch Split werden. Bate Borisov geht in Gruppe H mit den Spurs unter anderem. Split ist auch raus. Und dann wären es die Shamrock Rovers aus Irland. Okay. Also Gruppe L mit United und Köln. Shamrock Rovers und Athletic Bilbao, die letztes Jahr auf Platz 7 gelandet sind. Man hat Oyarzabal per Laie geholt, nicht schlecht. John Bautista von Gent geholt und nicht wirklich viel abgegeben. Echt, finden die einfach mal einen Basken in. Na gut, wenn er von Sociedad mal kommt, okay, never mind. Wollte gerade sagen, finden die einfach einen Basken in Belgien, ist ja auch ein bisschen selten. Aber wenn der schon bei Sociedad war, dann natürlich nicht. So ein paar Spiele wurden verlegt und wir haben weiterhin absolut kein Angebot für Salvador. Das wird richtig wehtun mit seinem Gehalt. Und seiner Stärke halt. Na ja gut, können wir nichts machen. Chelsea 2:2 gegen Leicester, die in der 92. noch das Ding gemacht haben. Übrigens, ich habe in der vergangenen Folge gar nicht mehr nachgeschaut, was West Brom und Southampton sich geholt haben. Ich würde sagen, wir machen das mal fix noch, dass wir das nachholen. Pascal Gross hat man sich nämlich geholt und Georges Perret von Barça, Perret wahrscheinlich dann eher, wenn er Franzose ist. Kisoni Williams von Birmingham. Angelino haben wir gesehen. Sportotele war auch neu. Abgegeben hat man Diabaté zu Osasuna. Das hier ist ein teurer Transfer. Der Perret hatte gegen uns auch gespielt. Wahrscheinlich, wenn er 4 Einsätze hat. Ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. So, und was hatte sich Southampton noch so gegönnt? Die hatten sich Guidetti neu geholt, Tarkowski, Alea, alle gegen die wir gespielt haben eigentlich. Auch Stojanovic hatten wir, glaube ich, gegen gespielt. Callum Barnett weiß ich gerade nicht so wirklich. Hoyt hat man zu Leicester City abgegeben. Stuart Armstrong zu Bristol City. Und Jamal Lewis zu Galatasaray. Naja. Mal schauen, was gleich West Ham so hat, ne? Ich meine, die haben ein bisschen mehr Geld. Tejero mal wieder super schlecht am Trainieren. Ach, bisher übrigens in der ganzen Zeit, die wir bei United sind, noch nicht einer, der eine Trainingsnote über 9,0 hatte. Das ist schon super, super peinlich und besorgniserregend. Aber ganz ehrlich, ne? Irgendwie wusste ich ein bisschen, worauf ich mich einlasse, dass es halt ein Haufen, naja, gut, ich möchte jetzt nicht so krass sagen, aber Söldner ist, die halt nur fürs Geld hier sind. Salt Lake City möchte Companucci haben, der auch so super bei uns war. Keine Angebote für Salvador. Ich fass es nicht, ey. Ich fass es nicht. Wie möchte den keiner haben? Wir spielen am Sonntag, also alle anderen legen vor. Deadline Day müsste jetzt auch hier irgendwo sein für die anderen Nationen und Ligen. Ich glaube, Salvador muss sich jetzt nicht nochmal anbieten, es wird eh nix. Pressekonferenz brauchen wir auch nicht. Und Spieler für die Nationalmannschaft nominiert, und zwar Tejero für die uruguayische Nationalmannschaft. Nee, argentinische, echt? Tejero aus Argentinier? Oh, ich dachte mal, das wäre Uruguay. Upsi. Ups. So viel dazu, ne? Ich meine, ich habe nur was Blau-Weißes gesehen, habe dann gedacht, okay, Uruguay passt. Aber es ist echt Argentinien. Ja gut, macht jetzt eh keinen großen Unterschied, aber trotzdem. City hat 3:0 gegen Everton gewonnen. Haben dann insgesamt 25 Spieler auf Länderspielreise. Das ist schon ordentlich. Ich werde jetzt nach dem West Ham-Spiel wieder einen Cut machen, werde dann noch ein bisschen ja, rumschauen, scouten vor allem. Ich möchte versuchen, dass wir wirklich Punkt 1.2. Schon anfangen mit der Kaderplanung für das nächste Jahr. Deshalb schön viel scouten jetzt schon. Aktuell steht halt jede Position zur Frage, würde ich sagen. Mbula und Guendouzi haben Portsmouth den ersten oder ich den zweiten Saisonsieg gesichert. Stimmt, der erste war im vergangenen Spiel, als sie 5:1 irgendwie gewonnen haben, wo da innerhalb von 17 Minuten 5 Tore gefallen sind.
Hier wird ja dann eh nichts mehr passieren, also können wir direkt nach dem Spiel einen Cut machen. Wird dann, wie gesagt, ein bisschen scouten. Arsenal hat 5-0 gewonnen, die Spurs 3-0. Und versuche noch ein paar junge, interessante Spieler zu finden, die man vielleicht dann auch schon im Winter holen kann, um diese dann langsam aufzubauen für Backup-Spieler in der kommenden Saison. Das wäre dann richtig nice. Wobei man natürlich auch ein bisschen aufpassen muss jetzt. Ne, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir Salvador auf jeden Fall loswerden per Laie. Und dadurch einen riesen Puffer wieder haben in Sachen Gehalt, haben wir nicht. Von daher müssen wir jetzt wirklich auf die Finanzen aufpassen, die nicht gut aussehen dürften. Ja, es geht aber. Momentan ist es fast gleich auf, aber man muss es ja nicht aus- oder überstrapazieren. Nee. So, hier, ich habe natürlich die ganzen Scouting-Dinger schon gemacht, aber einige kannst du natürlich nicht anklicken, also muss ich das jetzt machen. Die Youth League, den möchte ich unbedingt scouten. Und das wird mein Top-Scout machen, und zwar nicht der, nicht der. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, hier genau. Joe Savage macht es. Und zwar bitte laufend. Was haben wir noch? Europa League, ist schon gescoutet. Copa del Rey, nein, die Pokalwettbewerbe scoute ich generell eigentlich nie. Die European U20 Elite League, die scoute ich schon. Cup brauche ich nicht. Die Nations League scoute ich auch. Okay, das sollte passen. Nur die Youth League war sehr wichtig, dass wir die unbedingt scouten. Zwar ist es da schon fast ein bisschen zu spät, die Spieler zu holen. Allerdings, wenn du United bist, hast du wahrscheinlich das Geld, hier einfach alle zu holen. Wie krass das wahrscheinlich wirklich ist, wenn wir dann wohl erst im nächsten Jahr sehen. Dieses Jahr haben wir größtenteils. Oh, Alter, holy shit, haben wir viel ausgegeben. Wir haben so unfassbar viel ausgegeben. Aber auch halt nur für Pana und für Nokio. So, wir spielen gegen West Ham United. Southampton spielt am Nachmittag, war es, glaube ich, noch gegen Liverpool. Graham Potter ist Trainer. Wir gucken mal rein bei West Ham, was die sich so gekauft haben. Man hat sich Rafinha geholt, Moete hat man sich geholt, Santiago Simon von River Plate, Osman und Oliver von uns, Dragusch, ist es der Keeper? Nee, ist der Linksaußen, 28 Millionen Marktwert und Josh Timon, abgegeben Amiri, Wiltshire Onasi, Yarmolenko, Adama Traoré und Alisi, der zu Fulham ist, Davidovic gegangen, der mal bei Bochum war. Marktwert von 15 Millionen. Ach, sorry, ist geliehen, habe ich gerade nicht gesehen. Also teuerster Neuzugang war neben Oliver Rafinha. Bin ich mal gespannt. Aufgestellt hatte ich schon. So sieht das hier nämlich aus. Ja, wird mal wieder das unstrukturierte 4-2-3-1, welches wir noch gar nicht mit United gespielt haben. Gomez heute mal auf der 10. Luis kommt zurück als Sechser, weil er das besser kann, finde ich. Was war bei Dembélé los? Wäre gar nicht im Frankreich-Kader zu sein. Ja, dann spielt ein bisschen besser. Ich nehme mal lieber Tonali. Ach, es ist Luxusproblem alles hier. Wir probieren es so. Ich habe mir schon irgendwas dabei gedacht. Chilwell kehrt auch zurück. Auch wenn ich Emerson ein bisschen besser finde als offensiven Außenverteidiger, möchte ich Chilwell nochmal die Chance geben. Wir spielen gegen ein 4-2-3-1. Jan Rüten ist auf links. Rafinha und Grealish auf der Doppel-6. Bailey ist auf der 10. Einige Regens. Auch Buck hinten rechts. Naja. Moete ist der linke Innenverteidiger, der Südafrikaner, den man sich geholt hat vor dieser Saison. Bailey hat einen Marktwert von 14,7. Ach siehst du, da fällt mir ein, ich wollte mal ganz kurz gucken noch, was Andy Hillman für einen Marktwert mittlerweile hat. Weil der war ja so gut eigentlich bei uns. Und sein Marktwert ging immer weiter hoch. Hillmann war anscheinend mit einem N. Genau. 10-2. Naja. Hat mittlerweile auch seinen Vertrag verlängert. Aber anscheinend nicht genug. So, Jungs, wir müssen heute mal ein bisschen besser spielen. Also zeigt mir was Judas. Zuletzt halt übel gestruggelt in der Offensive, deswegen richtig viel Offensive trainiert in der Zwischenzeit. Hoffentlich hat's genützt, ne? West Ham an sich kommt jetzt gerade als Tabellen 15. war es, glaube ich, vor der Partie. Heißt aber nichts, ne, so früh. Vor allem, wenn sie gleich wieder den Ball haben. Gut aufgepasst von Ousmane Dembélé. Behält den Ball und schöne Ballannahme von Nokio. Ah, Nokio, probiert es mit dem Lupfer, das ist unsinnig.
Mensch, Lucy, das kannst du besser. Aber schöne Ballannahme. Einwurf ziemlich weit hinten, aber alles gut erstmal. Haben wir auch öfters mal, ne, dass die Einwürfe direkt zum Gegner kommen. Schöner Ball auf Dembele, der irgendwie vorbeikommt. Dembele, guter Ball auf Panagopoulos. Das ist ein Elfmeter. Und Pogba ist unser bester Elfmeterschütze. Die habe ich auch schon eingestellt vor der letzten Folge. Ich hoffe, Poggi zeigt jetzt warum. Ja, das hat er mit viel Selbstvertrauen gemacht, ne? So wie man halt einen Elfmeter schießen muss, 1-0. Auch natürlich klare Elfmeter, also alles richtig. Keeper hat die richtige Ecke, aber der ist halt präzise geschossen. Sehr schön. Pogba mit dem dritten Saisontor. Momentan unser Topscorer. Ist auch nicht so wirklich das, was ich mir gedacht hatte vorher. Aber gut, Dembele ist selbstgefällig, das ist nicht so schön. Und Begovic, der spielt immer noch, ey, boah. Ist der nicht auch mittlerweile so 36 sein? Ah, der Kopfball, oh, der kommt sogar an. Auf Dembele von Dalot. Gomes. Dem siehst du seine 1,62 echt gleich an. Oh, schlecht gemacht von Dalot. Jan Rüthen nach vorne, der sollte nicht ankommen. Oh, Jalot mit einem sehr interessanten Ball. Oh, Pogba, stark gemacht. Chilwell zurück auf Pogba. Panagopoulos. In der Mitte wäre schon Lukio. Vielleicht kommt der Ball jetzt von Chilwell auf Nee, aber Dembele. Schade. Mann. Das ist schon wieder ein bisschen zu luftig gerade gemacht, ne? Das war jetzt ein schlechter Abschluss. Aber wir holen uns den Ball gleich zurück durch Luis. Ah, Panagopoulos. Yes, nice. Vorlage Pogba. Der spielt sich ganz schön fest gerade. Und schön gemacht, Panagopoulos, das erste Tor für United. Schön aber auch sofort hier Druck gemacht, ne? Das war eine gute Balleroberung von Luis und dann Pogba. Ja, einfach den Ball abgegeben und der wusste, Panagopoulos macht das schon. Und das hat er dann auch gemacht. Sehr nice. Kurz mal gucken, wie alt ist denn Begovic jetzt nun? 37, boah. Krass. Na gut, bis wann hat Marc Schwarzer gespielt? Ich glaube, 39 oder so. Gut, zuletzt dann Chelsea, ne, war es? Oder war es City? Ich glaube, es war Chelsea. Wirklich nur noch Reservistenrolle allerdings. Auch mit 1-2 Einsätzen, glaube ich. Ich glaube, da war er nicht sogar noch ein bisschen älter? Ich glaube, da war er so 40, glaube ich. Oh, schöner Ball. Nukio, kriegt er den? Nukio, yes! Sehr schön, Jungs. Heute läuft es besser in der Offensive. Sehr, sehr nice. Nukio, sein zweites Saisontor. Und Dembele mit einer schönen Vorlage. Die Idee davor von Pogba. Der Pass ist natürlich sehr gut. Und der Abschluss auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Läuft. Zum Glück. Drei klare Torchancen, drei Tore. So genau habe ich mir das vorgestellt. Aber noch vielleicht nicht West Ham abschreiben, auch wenn der Pass richtig grottig war. Dembele unten ist schon wieder Nukio frei. Kriegt den Ball Nukio, yes! Yes! Einfach nur fucking yes! Nukio, er ist halt da und er macht's und er kann's. Egal ob in Blau oder in Rot. Stark wieder von Pana, dann auf Dembele und die Flanke ist dann eigentlich auch richtig stark. Aber schön in der Mitte gemacht, ne? Nukio stiehlt sich erst davon vom Verteidiger und schiebt dann halt nicht ins Kurzeck ein, sondern echt noch ins Lange. Wenn ihr mal schaut, hier geht er vor den Verteidiger, gut gemacht im letzten Augenblick. Und dann halt ins lange Eck anstatt ins kurze. Ich glaube, der wäre so oder so rein, aber nicht schlecht. 4-0 steht's nach 27 Minuten. Pogba! Das wäre es natürlich gewesen. Ja, Marquez probiert's mal nach vorne alleine. Hat dann aber nicht die letzten Meter noch. Ah, da hätte man ruhig mal hingehen können, etwas energischer zumindest. Josh Timon und Rafinha. Ich würde ungern ein Gegentor kassieren, Jungs. Erdai. Ich glaube, nach dem Keeper müssen wir auch mal gucken, wenn wir Thorn nicht holen können. Ich weiß nicht, ob wir das mit den 62 Millionen machen können. Ich glaube, mit den 62 Millionen können wir das nur machen, wenn wir noch einen verkaufen. Ach, schade. Aufgrund der Bilanz nur, transferbudgetmäßig kriegen wir das locker hin.
Aber ich muss das alles mal ein bisschen beobachten mit den Zahlen. Nur Gomez ist vorne nicht wirklich auf der Höhe. Hinten ist es Dalot, der ein bisschen abfällt und selbstgefällig ausschaut. Und mit dem 4:0 geht es auch in die Halbzeitpause. Dann würde ich mal sagen, bringen wir mal Tai Chong rein und gucken, ob er gut ist. Oli war richtig stark gegen seinen Ex-Feind mit einer 5,6. Jungs, läuft gut. Geht noch ein bisschen besser natürlich, aber kein Hate. So, Chong kommt rein. Ich würde mir aber noch zwei Tore vielleicht wünschen. Wenn man mal so viel sich wünschen darf. Wundert es, dass West Ham nichts gewechselt hat. Wie mit dem Eckball Panagopoulos. Ah, nee, das war nix. Und Rafinha nach vorne. Oh, und da ist Jan Rüthen relativ alleine. Ja, macht das stark und macht leider wirklich ja momentan noch den Ehrentreffer. Das ärgert mich ein bisschen, weil unnötig. Und schlecht verteidigt. Warum ist hinten nur einer? Jungs. Also normalerweise sind beide Außenverteidiger hinten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich vielleicht hier in dieser Taktik verpasst habe, die Standards einzustellen, aber eigentlich nicht. Wer weiß. Auch Chong kann sich nicht wirklich zeigen. Und vorne gibt es einen Wechsel. Dragos kommt rein für Marquez bei West Ham. Die weitermachen. Ich meine, wir haben zuletzt mal fast ein 2:0 verspielt. Ganz so krass sollte das bitte heute nicht sein. Gut abgeblockt, aber dann ein bisschen spät reagiert von Pogba. Wieder Nick Beck. Oh, viel Platz für Bailey. Und zum Glück vorbei. Ich werde mal Ricardo Pereira sein Debüt geben. Das ist, glaube ich, ein gutes Spiel dafür. Vor allem, weil Dalot halt auch selbstgefällig ausschaut. Oh, fast ein Freistoßtor von Panagopoulos. Aber auch leider nur fast. Passiert irgendwie gar nichts mehr bei uns offensiv, ne? Wir haben zu viele Gänge gerade runtergeschaltet. Erste Halbzeit war noch richtig ansehnlich und jetzt hier, ja, gar nichts von uns. So eine Kiyoma auf links, das kann er ja. Müsste unten eigentlich den Dembélé anspielen. Oh, spielt aber leider Josh Timon an. Ist leider die falsche Mannschaft. Langer Ball nach vorne. Ja, Pereira weit weg von Dragos. Deswegen musste auch der Innenverteidiger rausrücken. Jan Rüthen wieder. Guter Ball Rafinha und zum Glück vorbei. Aber Jungs, jetzt wird schon ein bisschen auffällig, wie man wieder komplett rumpennt. Usman hat einen Schlag abbekommen, deswegen kommt Azar rein. Oliver ist jetzt rechter zentraler Mittelfeldspieler. Okay. Alle drei Wechsel bei West Ham verzogen. Nochmal Panagopoulos Eckball. Kommt direkt auf Chambers. Okay. Das sah ein bisschen sehr strange aus. Jallo. Panagopoulos darf nochmal. Nukio. Oh, der ist zu weit. Schade. Ja, das kann die Szene eigentlich noch nicht gewesen sein. Vielleicht jetzt. Lassen sich alle ganz schön Zeit, aber gut, wundert mich nicht bei dem Ergebnis bisher in Halbzeit 2. Panna in die Mitte und Nukio kriegt ihn nicht, sondern Azar. Und dann ist es aber Schubsen von Nukio und deswegen wird Azars Tor aberkannt. Schade. Schauen wir mal auf Lucien Nukio. Ja, ja, da fällt der Gegner hin. Die Nummer 5, Chambers und ist dann leider richtig so. Auch wenn ich es ungern sehe. Eine Chance haben wir vielleicht noch. Panagopoulos. Nukio. Jawohl. Hattrick. Sehr schön. Echt perfekter Hattrick. Stand gerade unten. Es war der perfekte Hattrick. Und mit dem Treffer. Der geht über die Latte rein, ja. Er zielt einen perfekten Hattrick. Einen Treffer mit jedem Fuß und auch einer mit dem Kopf. Ja, nice. King. Aber ja, stimmt. Ich überlege gerade, aber ja, passt perfekt.
Pana mit der Vorlage und wir kennen's und wir lieben's, ne? Panagopoulos auf Nokio, Tor. Sehr schön, jetzt ist das Spiel perfekt. Ja gut, Gegentor vielleicht nicht, aber komm, ist jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau. Wir haben uns in der vergangenen Folge super darüber aufgeregt, dass wir offensiv so schlecht waren. Und jetzt haben wir 5 Tore gemacht. Eigentlich 6, wenn du Kyo hier nicht schubst. Passt. Also das Training hat sich gelohnt. Und jetzt muss man das halt weiterführen. Lukio, perfekter Hattrick. Sehr schön. 24., 25. und 88. Und damit jetzt 5 Treffer, ne? In 5 Spielen, wenn ich jetzt das... Nee, Quatsch. 4 Treffer in 4 Spielen, ne? Wenn ich jetzt mitgerechnet habe, richtig? Er war übrigens sehr zufrieden mit eurer Leistung, Jungs. Dembele fällt 1 bis 3 Tage aus, macht aber kein Problem. Ich würde Nukio ja, glaube ich, echt gerne von der Nationalmannschaft zurückziehen, aber ich glaube, das kann ich nicht, ne? Nee, nur für die U-Mannschaft und dann auch nur aus dem eigenen Land. Schade, weil der bräuchte mal eine Pause. Und wenn er jetzt wieder für Frankreich spielen muss, dann kriegt er die wieder nicht. Kurz mal gucken, ne? Premier League. Ja, 4 Tore hat er bisher gemacht, genauso viele wie Pellegrini. 4 Spiele, 4 Tore. Also es geht genau da weiter, wo es aufgehört hat. Icardi hat auch 4 Tore. Oh, Pellegrini hat sogar nur 3 Einsätze gebraucht dafür. Icardi hat 5. Auch Jesus hat 5 Spieler und 4 Tore. Dyer ebenfalls. Also geht gut ab gleich am Anfang. Aber Pellegrini ist schon krass, ne? 3 Einsätze, einer davon Kurzeinsatz. Und 4 Tore. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nun gut, also ich mache einen kleinen Cut. Wir sehen uns zu dem Portsmouth-Spiel wieder und dann ist Köln dabei. Auf das Portsmouth-Spiel freue ich mich sehr. Da bin ich echt gespannt, was so ja bei rumkommt. Punkte verschenken wollen wir natürlich nicht, aber wir gucken einfach, ne, was so passiert. Ich werde jetzt ein bisschen scouten, sonst nichts Großartiges machen, einfach nur damit wir jetzt nicht so viel Zeit verplempern, ne, weil hier Länderspielreise ist. Werde vielleicht auch ein bisschen nachgucken mit den Taktiken, ob jetzt die Standards richtig eingestellt sind. Halt so unwichtige Sachen. Und wenn auch irgendwas passiert, dann zeige ich euch das natürlich, aber das wird leider nicht passieren, weil keiner möchte Salvador leihen, die anderen möchte auch keiner leihen. Also wird auch da nichts mehr passieren. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Sind mittlerweile schon am Spieltag. Ist, wie erwartet, ehrlich gesagt gar nichts passiert, was man ansatzweise erwähnen sollte. Ich überlege gerade, aber ich habe eigentlich wirklich nur gescoutet, den Trainingsplan ein bisschen geändert, geguckt, was die Jungs so gemacht haben. Zum Beispiel hat Nukio mit Frankreich und Pogba übrigens gegen Paul Erdai gespielt. 2-0 gewonnen gegen Rumänien. Ja, und sonst... Sonst gar nichts, die Ergebnisse hier noch. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal gegen unseren Ex-Club. Das wird ein lustiges Ding. Ake ist nicht verfügbar bei uns. Sieht so aus, Nukio wird heute spielen und dann gegen Köln dann mal aussetzen. Und dann wird Rashford spielen. Ist eigentlich genau die gleiche Elf wie im letzten Spiel, weil da lief es ja echt gut. Ja, also soll es bitte jetzt auch gut laufen. So, und bei Portsmouth wurde aber extrem viel geändert. Es sind gerade mal Mepham, Benes, Dahl und Gagliardini, die noch von uns übrig sind. Selbst Thorn ist nur auf der Bank. Rodriguez ist dafür im Tor. Hat bisher auch alle Spiele in der Premier League gemacht. Fry nur auf der Bank, Villas-Boas, Jim Hambo, Earl und Bonic auf der Bank. Alles neu eigentlich bei Portsmouth. Von daher können wir die Mannschaft eigentlich auch gar nicht gut einschätzen. Jungs, pusht euch bitte nach dem West Ham-Spiel was richtig Gutes machen. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, ne, damit wir jetzt hier die Mannschaft nicht verwechseln. Nicht, dass wir jetzt gleich für Portsmouth jubeln. Also Jungs, bitte gut machen. Ah, Luis mit einer super frühen gelben Karte als 6, das ist nie nice. Hoffentlich reißt er sich zusammen. Das letzte Spiel von ihm war eigentlich auch gut. Generell gefällt er mir bisher eigentlich. Man muss halt ein bisschen drauf achten, was so die Zukunft bringt. Bisher ein sehr ausgeglichenes Spiel. Jetzt war der erste Ball von Panagopoulos in den 16er. Jallo! Oh, Rodriguez kriegt ihn gerade noch so weg. Luis vielleicht, aber nee, probiert's nicht. Chilwell. Nee. Oh, Konterchance vielleicht für Portsmouth über Januzaj. Unten wäre Platz. Sieht er mit Memphis. Oh, zum Glück abgeblockt von wahrscheinlich Dallo. Ah, gut, das, die Kontersicherung, die war jetzt ein bisschen löchrig.
Panagopoulos. Oh, jo, hi, jo, hu. Das war Luis oder wer? Tatsache. Schade. Ja gut, das muss ich hier ändern, ne, mit Nukio. Ich habe kurz mal raufgeblickt, eigentlich sah das richtig aus, aber anscheinend ist es doch nicht richtig. Nukio soll bestimmt nicht kurz kommen. Okay, da habe ich falsch geguckt. Das ist auch hier voll die falsche Taktik. Was haben wir rechts? Das hier muss es sein. Okay, vielleicht habe ich auf die falsche Taktik geguckt. Muss ich mir mal kurz aufschreiben. Damit ich das jetzt nicht vergesse. Luis, bitte den Ball mal nach hinten spielen. Okay, geht auch. So, während ich mir das hier nebenbei aufschreibe. Sehen wir bei uns gar nichts. 32 Minuten mittlerweile oben. So. So, Jallo auf Dallo. Ja. Guter Ball auf Pogba. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Man kann es ja mal probieren. Keeper stand ziemlich weit rechts und ziemlich weit vorm Tor. Schuss leider ein bisschen zu weit um, aber wenn der etwas weiter runterkommt, ist das halt ein wunderschönes Tor. Wir sind minimal besser, aber ganz ehrlich, oben links steht 0 zu 0. Von daher heißt das nichts. Tejero auch mit Gelb. Wir gehen mit diesem 0 zu 0 in die Halbzeitpause gegen unseren alten Verein. Azar mit einer 6-4, Nukio mit einer 6-4. Ja, Azar enttäuscht einfach auf kompletter Linie. Da habe ich deutlich mehr erwartet. Ich dachte, diese 10er-Position kann er gut, aber kann er anscheinend nicht. Ich werde mal eine andere Rolle bei ihm probieren, nämlich als Shadow Striker. Werde dafür Dembele auf Unterstützung machen und Panagopoulos auch. Vielleicht liegt ihm das ja ein Stückchen besser. Ich meine, es kann ja nicht sein, auch wenn er ein bisschen älter ist und seine Physis mittlerweile nachlässt, dass Eden Hazard halt überhaupt nicht bei uns funktioniert, oder? Nukio mit der dritten gelben Karte für uns. Also den kriege ich überhaupt nicht ins Spiel rein. Er hat ja eine relativ freie Rolle eigentlich als Zehner, sowohl im 4-2-3-1 als auch jetzt hier in diesem unstrukturierten 4-2-3-1. Was ihm eigentlich liegen müsste, aber es liegt ihm anscheinend nicht, weil er wird immer schlechter. Das verstehe ich nicht so ganz, muss ich sagen. Oder es enttäuscht mich auch einfach sehr, dass ich Hazard nicht wirklich zum Funktionieren bekomme. Wir werden auf Doppelsturm gehen. Rashford kommt rein. Hazard geht dafür natürlich raus, weil er einfach auf ganzer Linie enttäuscht. Panagopoulos mit dem Eckball. Ah, nee, erstmal nicht. Den sollten wir locker haben. So, Chilwell, der kann eigentlich gut flanken, aber nicht, wenn der Ball halt direkt in den Mann reingeht. Um wäre eine gute Idee auf Ousmane Dembélé. Ja, genau, Dalot, der kann gut flanken. Ball kommt auf Panagopoulos. Und ja, der Jubel ist nicht wirklich verhalten, ne? 1 zu 0. Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Also ich hatte mir kurz überlegt, was macht Nukio wohl, aber Pana mit dem Kopfballtor gegen Otto. Okay. Ach, Johnny. Echt? Otto? Er hat Otto auf dem Rücken stehen? Okay. Wusste ich gar nicht. Oh ja, also verhalten nenne ich den Jubel überhaupt nicht. So, 10 Minuten noch. Es wäre vielleicht eine gute Idee, Nuki rauszunehmen, aber ich würde eigentlich gerne, dass er noch ein Tor macht. Ich glaube, das wird uns heute verwehrt bleiben. Deswegen bringen wir mal Zuba rein für Ousmane Dembélé. Ist dann der erste Einsatz für Justin Zuba. Und ein Eckball für Memphis, für Portsmouth. Ball kommt zu. Gefährlich. Mephim wäre es gewesen. Und ich nehme eine Keo raus. Werde aber wieder zurück auf das 4-2-3-1 gehen jetzt für die letzten paar Minütchen. Brauchen wir keine volle Offensive mehr, denke ich. Und dann werde ich einfach Tai Chong reinbringen. Und gut ist. Und wir merken uns für die Zukunft vielleicht dann doch nicht Nukio mit wenig Fitness spielen lassen, weil das kann dann nicht so gut. So, das war's. Wir gewinnen relativ knapp gegen Portsmouth, unseren alten Verein, mit 1 zu 0. Außer Rashford macht er was richtig Gutes noch, indem er den Ball nach unten bringt, aber der ist leider nicht präzise. Panagopoulos trifft gegen seinen alten Verein und jubelt ordentlich.
Am Ende des Tages ist es statistisch gesehen verdient. Ich würde sagen, war knapp. Aber muss man jetzt nicht großartig haten. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn Portsmouth noch ordentlich viele Spiele gewinnt. Bis auf eins halt. Ja. Dann haben wir gegen unseren alten Verein gewonnen. Ja, ich werde den Jungs mal eine Pause geben, ne? Gerade die Länderspieljungs, die sind jetzt richtig unfit gewesen, nachdem ja Frankreich mit Pogba und Nokia unterwegs war. Aber nicht mit Ousmane Dembélé, ne? Deswegen ist der auch. Ist das gerade nach Nationen sortiert? Oder was ist das gerade sortiert? Ach, nach Gehalt, ja, gut. Das wundert mich auch nicht. So, und jetzt Köln. Das wird unser erstes Heimspiel der Gruppenphase in der Euroleague. Gucken wir uns mal kurz an, was die Kölner so machen. Die sind momentan auf Platz 12 in der Bundesliga. Guck mal, Paul Lopez haben sie, Klebinio, hi Harnik. Kevin Vogt, Max, Cosiello immer noch. Ja, Füllkrug als Stürmer. Sven Bender mit 35. Andy Wolf, aber allerdings Regen. Denny da Costa, Cordoba und Thorsten Schmidt sind verletzt. Dirk Schuster ist Trainer. Man hat jetzt zuletzt verloren gegen den HSV. Mit 2-0. Barkok und Kamimura haben da die Tore gemacht für den HSV. Zuvor auch verloren gegen Hertha mit 2-0. Allerdings auch 2-0 gewonnen gegen Hannover durch Cordoba, der jetzt aber auch ausfällt. Gegen Felbert 2-0 nur in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und die nächsten Spiele sind auch ganz schön schwierig mit Hoffe, Leipzig und Dortmund. Der erste Gegner der nächsten Folge dann wird dann Tottenham Hotspur werden. Das wird richtig schwer nochmal, ne? Die spielen jetzt gegen Fulham, aber ich glaube, die werden auch mindestens auf Platz 2 in der Liga bleiben. Wir sind momentan übrigens auf Platz 1 hoch, sehe ich gerade. Aber das liegt wohl daran, dass auch, ja gut, 5-1, das ist ein Ausrufezeichen von den Spurs. Liverpool spielt am Nachmittag gegen Aston Villa. 5-1, nicht schlecht. Nicht schlecht. Liverpool nur ein 1-1 gegen Aston Villa. Pellegrini hat mal wieder ein Tor gemacht. Und wir sind jetzt nach dem 6. Spieltag auf Platz 4. Schon 6 Punkte hinter Platz 1 und 2, weil die Spurs und auch City bisher nur gewonnen haben. Das ist überzeugend. So, für das Spiel jetzt gegen Köln würde ich ein bisschen wechseln. Ich würde Bailly mal wieder reinnehmen für Jalot. Wobei ich da gucken muss, ob ich nicht vielleicht Tejero rausnehme mit seiner Fitness. Rashford auf jeden Fall vorne. Nukio braucht eine Pause. Chong würde ich, glaube ich, heute mal auf der 10 dann packen. Oder auf die 10 packen. Hazard links. Vielleicht ist er da besser. Müsste er eigentlich. Ricardo Pereira würde ich reinnehmen. Nicht komplett alles tauschen, wobei die ganz ehrlich, die zweite Garde sollte immer noch reichen für Köln. Gomes würde ich wohl auch mitnehmen. Und dann Ruben Neves wohl für Pogba. Und Luis ist eigentlich wichtig für das nächste Spiel. Ja, also schon eine gute Rotation. Ja, ganz ehrlich, weiterhin würde ich sagen, diese zweite Elf sollte Köln auf jeden Fall besiegen. Ohne Wenn und Aber. Aber wir gucken gleich nochmal auf, ne? Bevor wir dann gegen die Kölner starten. Draußen geht's wieder ab, sehr nice. Immer wenn ich aufnehme, ne? Ohne Scheiß. Ich glaube, ich weiß, ihr glaubt mir das nicht, ne? Aber fast den ganzen Tag ist es eigentlich ruhig. Bis so auf den Abend meistens, wo die ganzen Leute ihre Häuser abfackeln. Und kaum greife ich halt zum Mikrofon, ne, geht's draußen richtig ab. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein Pech, glaube ich. Ach, so ein paar Scouting-Aufträge sind gerade reingekommen. Ich wollte mal darauf gucken jetzt, ob wir da vielleicht einen interessanten haben. Auf jeden Fall nicht Christoph Richter. Also ein paar interessante dürfte es geben, ne? Ercan Cici von einem türkischen Verein, den ich jetzt nicht falsch aussprechen möchte. Okay, der sieht jetzt aber gar nicht so krass aus auf den ersten Blick. Mal wieder ein Franzose von Lyon, der gut sein könnte. Ja, schöne Physiswerte. Könnte
Gut wären allerdings Determination ist nur 11. Roland Maric kennen wir schon. Robbie Noble von Arsenal. Er ist auch ein Keeper. Könnte aber auch richtig krass werden. Viele Franzosen, ne? Ach, guck mal, Nikola Rakitić für 28 Millionen wäre zu haben gewesen. Kossi Sekbefia ist ein Innenverteidiger, der momentan für 1,8 bis 3,5 zu haben wäre. Ist allerdings auch 15, also wir würden den nicht vor dem 1. Januar 2027 bekommen. Das können wir uns, glaube ich, sparen. Miguel Abellan von Vallecano hat eine momentane Hüftverletzung, aber sieht doch nicht so krass aus. Ja, das Problem halt bei uns, dass wir mittlerweile nicht mehr in der EU sind und die Spieler so spät wechseln, ne? Ich hätte jetzt kein Problem damit zu warten. Das Ding ist aber halt, ich glaube nicht, dass wir die 2027er-Saison noch hinkriegen. Ich meine, wir haben jetzt August, ne? Im November wird wieder der FM kommen. Ich werde es, denke ich, so machen, dass ich wirklich zum richtigen Release erst wieder starte. Ich habe jetzt die letzten 3-4 Jahre immer in der Beta angefangen und hatte eigentlich nie Probleme damit. Mit meinem privaten Save zumindest. Aber ich glaube, dass ich das trotzdem nicht mit dem YouTube-Save machen würde. Zumal ich eh erst gucken möchte, was vielleicht für interessante Teams da wären und das dann direkt zum Beta-Start machen wäre ein bisschen blöd. Also wir haben noch bis zum November Zeit. Ist nicht mehr lang, ne? Also ich würde sagen, diese und noch 2 Saisons und dann wird's schon sehr knapp. Ich meine, wir können es natürlich überschneiden, so ist es ja nicht. Ich würde schon gerne einen guten Abschluss haben. Also einen Titel oder so. Nicht, dass wir jetzt, wenn wir jetzt hier dieses Jahr einen Titel gewinnen würden, sofort aufhören würden, aber mal gucken, ne? Aber wie gesagt, so ein Transfer lohnt sich dann eigentlich gar nicht, da halt so 4 Millionen aus dem Konto rauszunehmen für einen Spieler, der halt nie bei uns spielen wird. Egal, wie gut er dann halt aussieht. Das ist so ein bisschen das Traurige am Brexit im FM. In echt sind es natürlich ein paar andere Faktoren. Aber dass du halt so lange warten musst, bis Jungspieler zu dir wechseln. Ich hatte mir auch überlegt, was wir dann schon so machen wollen nächstes Jahr. Ich habe auch ein paar Kommentare gelesen. Die meinten, Spanien könnte schon interessant sein. Spanien ist momentan auch mein großes Ziel eigentlich, weil da waren wir noch nie. Selbst in unserem Journeyman-Save letztes Jahr haben wir halt Russland abgehakt, wir haben die Schweiz abgehakt, wir haben Frankreich abgehakt und waren wieder in Italien. Auch Deutschland hatten wir jetzt, mal gucken, ne? Vielleicht könnte was mit Deutschland gehen. Einer hat auch geschrieben, vielleicht mal wieder ein HSV-Safe, aber ich glaube, das ist dann einfach ein bisschen zu... Ja gut, okay, ich wollte gerade sagen, zu einfach, aber ich weiß nicht, wie gut die Spieler im nächsten FM bewertet werden. Normalerweise tendiert Sports Interactive in den unteren Ligen immer dazu, die Spieler von einem offensichtlichen Favoriten, wenn man das so sehen möchte, ist man für mich nicht, dass man die dann halt überbewertet oder halt zu stark macht. Erstmal kurz hier schauen, was wir so machen wollen. Also Cordoba ist nicht verfügbar, da Costa und Schmidt könnten vielleicht. Salvador ist nicht registriert, den habe ich ja nicht registriert, weil er nicht bei uns spielt. Ne, Dirk Schuster, Trainer, haben wir gesehen. Ich würde sagen, dass wir so loslegen können. Sollte ich vielleicht noch Ousmane Dembélé rausnehmen. Justin Zuber wäre natürlich die, oder der Backup dann für die Position. Hat jetzt gerade auch nicht lang gespielt. Aber vielleicht ist das dann ein bisschen zu viel Rotation. Aber ganz ehrlich, diese Mannschaft muss das ja wohl schaffen. Mal gucken, wie es nach der ersten Halbzeit aussieht, ne? So machen wir das. Also, wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, also normalerweise ist es wirklich so im FM, dass die Spieler dann einfach zu gut sind. Und für mich ist man in der zweiten Liga weiterhin kein Favorit. War man letztes Jahr auch nicht. Ich bin jetzt nicht so krass darauf gebaut zu sagen, ich hab's ja gesagt letztes Jahr, ist halt einfach so passiert dann, aber ich weiß nicht, ich sehe den Kader vom HSV nicht als Aufstiegskader und nicht als starken, konstanten Kader an dieses Jahr und vielleicht ist es der Pessimismus als Fan, vielleicht ist es der Realismus als Fan, ich weiß es nicht. Jungs, ich erwarte nichts anderes als einen Sieg und ich weiß nicht, ob das dann so viel Spaß machen würde, wenn man in der ersten Saison alles wegfegt, dann gutes Grundgerüst für die erste Liga hat.
Schwer. Ich weiß, ich muss mir da noch ein paar Gedanken machen. Spanien würde mich, wie gesagt, schon sehr reizen, weil wir da noch nie waren. Zuletzt war ich im FM 17, glaube ich, bei Valencia am Ende. Ruben Neves mit dem Freistoß in die Mauer rein. Da aber auch nur ein paar Saisons, so 2, 3 oder so. Nicht lange jedenfalls. Ja, oder was komplett ausgefallen ist vielleicht. Weil ich glaube, so für YouTube ist es nicht interessant, was ich letztes Jahr vielleicht gemacht habe mit Kroatien. Ja, erstmal Usman Dembele, schade. Dass man halt in eine, ja, sorry Kroatien, Kackliga wechselt, die keinen Arsch wirklich kennt, außer halt die Einheimischen. Und dann die Nation halt versucht, zu einer richtig guten Nation zu machen. Kroatien hatte halt einen guten Talentepool und sowieso gute Voraussetzungen. Dann halt einen Verein aus der zweiten Liga genommen, hochgeführt, zu einem der besten Clubs in Kroatien gemacht, dann zum einen der besten Clubs in Europa plus halt Champions Liga dann. Lieber? Liga? Habe ich lieber gesagt? Oder Liga? Oh, Ball kommt sehr gut und Rash kommt mit dem Kopfball vorbei. Dann Champions League Sieger. Ja, und ich glaube, das ist dann irgendwann langweilig, weil du einfach alle Spiele in der Liga gewinnst, sobald du gut bist, weil die anderen lange brauchen, um aufzuschließen. Also jedenfalls nicht in Kroatien oder so würde ich das machen, oder in Ungarn, was ich vorher probiert habe. Vielleicht in den Niederlanden oder so, dass man da einen Club nimmt, der jetzt nicht Ajax, PSV oder Feyenoord zum Beispiel heißt, sondern vielleicht sowas wie, ja, Utrecht ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu stark, dass man da vielleicht einen weiteren Big Player holt und dadurch versucht, die Niederlande noch mehr aufzubauen, als sie ohnehin schon eigentlich stark sind momentan. Aber ob das dann interessant ist, weiß ich nicht. Rashford schon wieder vorbei. Fällt langsam auf, Marcus, also bitte. Bilbao führt 2:0 gegen die Shamrock Rovers. Das wird für uns natürlich auch ein Pflichtsieg werden. Gegen den irischen Verein. Also am stärksten schätze ich jedenfalls definitiv Bilbao ein in dieser Gruppe. Nur wenn wir uns so schwer tun wie gegen Köln hier, dann wird es gefährlich. Rashford wieder nicht rein. Mensch, Rashy Boy, komm, mach mal jetzt was. Gutes Tackling von Tijero. Also der hat heute keinen guten Tag, der Rashford. Wir arbeiten an uns auf jeden Fall die guten Chancen. Haben die zu 1000%. Also wir müssten schon lange führen. Nur Rashford hat momentan noch keinen Bock anscheinend. Lucio ist zwar auf der Bank, aber würde ich super ungerne bringen, weil er halt fit sein muss für die Spurs. Und das ist einfach schlecht, Jungs, weil wir haben zwar die Chancen, aber ist kein Tor links oben und das muss oben links sein. Und Köln hat natürlich absolut gar keine Chance, also 0 Schüsse, 0 aufs Tor, kaum Ballbesitz, schlechte Passquote, aber vielleicht brauchen die nur eine einzige Szene, ne? Und dann ist alles vorbei für uns, weil wir die Tore nicht gemacht haben. Bailly, Tijero und abseits. Ja, eindeutig. Bailly verlängert auf Tijero und dann eindeutig abseits. Ah, Jungs. 13 Schüsse, 7 aufs Tor, 0 Tore. Köln mittlerweile mit dem ersten Schuss. Ich glaube, Lucio hätte schon 5 gemacht, gefühlt. Jungs, könnt ihr jetzt mal bitte ein Törchen machen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Nicht, dass wir jetzt hier echt gegen Köln nur einen Punkt holen. Aber die Offensivschwäche ist schon krass, ne, von United. Wenn mal Usman Dembele rausnehmen. Taichung geht auf rechts. Gomez dann auf die 10er-Position. Es sieht fast so aus, als ob ich wirklich nur Kio bringen muss, ne? Ja, komm. Tut mir leid, Lucy. Ich weiß, du bist nicht ganz fit, aber wir brauchen dich jetzt. 20 Schüsse, kein Tor. Schon super krass.
hätte vielleicht auf Doppelsturm gehen sollen. Viel Zeit ist nicht mehr. Wird es hier echt nur ein Unentschieden, obwohl wir so viele Chancen haben? Das kann doch nicht wahr sein. Justin Zuber kommt rein für Azar. Ah, ist schon auf Angreifen, was soll ich da großartig noch machen? 3 Minuten oben drauf. Ah, Jungs, das kann nicht euer Ernst sein. Schade. Oh, warte. Ach, Mann, Ricardo Pereira in den Mann rein. Ja, das war super schlecht. Also Rashford hatte 5 Gelegenheiten, ein Tor zu machen. An Lucio mache ich es nicht fest für die knapp 14 Minuten, die er gespielt hat. Aber das war wirklich sauschlecht. Also so viele Chancen, wie wir hatten. Wir haben momentan in dieser Mannschaft ein riesiges Problem mit Chancen herausspielen. Und wenn Lucio nicht spielt, mit diesen Chancen dann verwerten. Das war saupeinlich. Ja, Jungs. Krass, wie viel wir hier an Arbeit leisten müssen, ne? Dass die Jungs so schlecht sind. Der Punkt ist sehr schlecht für uns in Sachen Gruppensieg. Klar, erstes Spiel kann man wenig sagen, aber wenn wir gegen Bilbao zum Beispiel nicht beide Spiele gewinnen, wird es schon wahrscheinlich eng. Aber das war heute einfach wieder viel zu wenig. Wie so oft leider die letzten Spiele oder die ersten Spiele, die wir hatten. Das Einzige, wo es wirklich richtig gut lief, war jetzt das West Ham-Spiel. Aber davor war es immer irgendwo zu wenig. Nun gut, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, dann hoffentlich mal mit einem effektiveren Sturm. Haben dann die Spurs in der Premier League, haben Sheffield Wednesday im EFL Cup und Watford in der Liga. Nun ja. Bin ein bisschen enttäuscht von meiner Mannschaft, dass sie jetzt echt aus diesen, was waren es am Ende, 25 Schüsse oder so? 23 Schüssen. Kein einziges Tor hinbekommen haben. Das ist schlecht einfach nur. Das geht halt nicht. Er spielte Torchancen nur Keo mehr als Rashford. Entscheidende Pässe auch mehr als Rashford, ja. Das war einfach scheiße. So einfach ist es. Aber gut, sowas müssen wir wohl am Anfang noch über uns ergehen lassen. Wir haben ja gesehen, dass die Mannschaft wirklich teils deutlich unter ihren Möglichkeiten spielt. Azar ist ja ein ganz großer Faktor davon. Also ist, glaube ich, das Sinnbild dieser Mannschaft bisher, dass er einfach komplett underperformt, trotz halt der krassen Werte seines Namens. Und ja, auch mit 33, aber kein Tor, keine Vorlage. Er hat jetzt auch mal auf seiner richtigen Position gespielt, mal rechts, mal in der Mitte, mal in einer sehr freien Rolle, mal in einer sehr offensiven Rolle. Aber es kommt einfach nichts von ihm. Und ich möchte eigentlich auch sagen, dass ich von einem Spieler wie Eden Hazard erwarte, dass er, egal in welcher Rolle oder in welcher Taktik er spielt, mindestens halt einen besseren Impact hat als irgendein Spieler, der noch nie ein Profispiel gemacht hat. Also klar, es kann natürlich sein, dass die Taktik ihm nicht liegt. Trotzdem erwarte ich von so einem Weltklasse-Spieler schon, dass man dann deutlich pusht und halt einfach ja sein Nötigstes macht. Und wenn ein Spieler wie er sein Nötigstes macht, dann sollte das immerhin mindestens ein Mini-Assist oder so irgendwo geben. Aber bisher haben wir ja gar nichts von ihm gesehen, was ansatzweise gut war. Und das enttäuscht mich. Also Zeichen stehen super auf Abschied bisher im Winter. Aber mal schauen, vielleicht fängt er sich ja noch. Die Chancen wird er haben. Mal schauen, ob er sie nutzt. Ne? Sehen uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschüss.